Hallo ihr Lieben, ich bin hier in Berlin zu Besuch beim Filmschnitt und wir haben gerade einige Ausschnitte des Films gesehen und ich persönlich bin so berührt, einfach zu sehen, wie echt und authentisch das Leben von Philipp war. Und es ist wirklich eine Riesenehre für uns, Teil dieses Projektes zu sein. Ja, es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass Alex und ich das erste Mal nach Bickenbach gefahren sind zu den Jungs, zu Philipp und Johannes und dem ganzen Freundeskreis. Und ja, es ist verrückt, wenn man jetzt zurückschaut, für uns einfach, was in diesem Jahr alles passiert ist oder seitdem passiert ist. Und es ist einfach ein Privileg, dass wir diesen Film machen und erzählen können. Ja, ich bin tagtäglich berührt hier im Schnitt, wie besonders doch die Geschichte von Philipp ist. Wir haben so viel Material gesammelt, über 180 Stunden gedreht, allein ca. 34 Stunden an Interviewmaterial. Und das ist natürlich auch gleichzeitig eine riesen Herausforderung, dieses ganze Material so in Form zu bringen und das in diesen Dokumentarfilm zu packen. Und ich merke das immer wieder hier im Schnitt, wie vielfältig Philipps Geschichte auch letztendlich ist. Ob es sein Glaube war, der ihm bis zum Schluss wirklich Friede und Hoffnung gegeben hat oder ja, einfach, dass Philipp immer auch inmitten seines Leides diesen Blick nach außen hatte, zu seinen Freunden, zu den Menschen um ihn herum. Das sehe ich tagtäglich im Schnitt und das berührt mich nach wie vor. Und ja, wir fragen uns auch, was sind so die Momente, was sind so die Filme, die Jungs gepostet haben, die euch am meisten berühren, die euch ja am meisten geprägt haben. Das könnt ihr gerne einfach in den Kommentare schreiben und würde uns interessieren, was eure Momente sind mit Philipp. Und im Herbst planen wir eine Premiere-Tour in den großen Städten in Österreich, Deutschland und in der Schweiz und werden teilweise auch die Real-Life-Guys vor Ort haben. Und dazu seid ihr natürlich ganz herzlich eingeladen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt eine Webseite hochschalten mit all den Koordinaten. Und ihr habt auch noch die Möglichkeit, unseren Film finanziell zu unterstützen. Das Crowdfunding bleibt nur noch für einige Wochen online. Danach werden wir das runternehmen. Und seid einfach bei uns in euren Gedanken oder auch im Gebet. Und wir sind wirklich gespannt, wie das alles auskommen wird. Vielen Dank für euer Mittragen.